François Durper blickt in die Zukunft. Die Präsidentin heißt sein Comic, in dem Marine Le Pen die Wahlen in Frankreich bereits gewonnen hat. Meint er das ernst? Ja, ich denke, Marine Le Pen hat alle Chancen, die nächste Wahl in Frankreich zu gewinnen. In seinem Buch Die Präsidentin, das auch auf Deutsch erschienen ist, spielt François Durper im Detail durch, was das bedeuten könnte. Le Pen setzt sofort ihre politischen Ziele um. Sie lässt Ausländer ausweisen, regiert im ständigen Ausnahmezustand, kontrolliert die Medien und überwacht das ganze Land. Gegner werden unterdrückt. Ihre Wirtschaftspolitik ist geprägt von Protektionismus und dem Austritt aus Eurozone und EU. Die Folgen? Fatal. Eine protektionistische Politik Frankreichs, des Frankreichs von Marine Le Pen, hätte zuallererst dramatische Folgen für Frankreich selbst. Inflation, Anstieg der Arbeitslosigkeit, die Außenhandelsbilanz gerät aus dem Gleichgewicht. Aber diese Erschütterungen wirken sich auch auf die ganze Europäische Union aus. Experten wie François Durper zeichnen ein katastrophales Szenario. Und die Wähler? Ignorieren sie die Fakten oder nehmen sie sie in Kauf? Vielen geht es nur noch darum, die etablierten Politiker abzuwählen. Es denen da oben zu zeigen, den verhassten Eliten. Diesen Hass muss man ernst nehmen, meint der deutsche Sozialpsychologe Harald Welzer. Populistischen Hetzern in Europa werde es sonst unnötig leicht gemacht. Wenn wir so etwas haben wie ein mit Händen zu greifendes Elitenversagen, Stichwort Deutsche Bank, Stichwort Volkswagen, Stichwort FIFA, ja, wo im Grunde genommen Politik mit einer unglaublichen Lässigkeit mit umgeht und das gar nicht zu dem Thema macht. Was dort geschieht durch solche Managements, ist die Zerstörung von Systemvertrauen. Insofern würde ich raten, nehmt mal dieses Thema auf. Ihr müsst euch das aber um Gottes Willen nicht in der Trivialform der Rechten, alle da oben sind irgendwie kriminell und Verbrecher, aufdrücken lassen, sondern man kann sagen, hier verhalten sich Eliten gemeinwesenschädlich. Das können wir nicht akzeptieren. Nicht akzeptabel ist auch die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich. Doch die sogenannten Abgehängten, die Verlierer der Globalisierung, rücken immer erst dann in den Fokus, wenn die Rechtsnationalen bei Wahlen triumphiert haben. Das rächt sich. Doch reicht die wachsende Ungleichheit aus, um die Wahlerfolge der Rechten zu erklären? Die wirtschaftliche Ungleichheit in unserer Gesellschaft ist ein Grund, warum die Nationalisten gewählt werden. Aber sie ist nicht die Hauptursache. Die ist viel grundsätzlicher. Eine Krise der europäischen Zivilisation, ja des ganzen Abendlandes. Ist es die Furcht, der Westen verliere an Bedeutung, der die Menschen umtreibt? In Europa, in den USA? Der Wunsch, zu alter Größe zurückzukehren? Die Rechtspopulisten schlagen daraus Kapital, mit Hassparolen. In Deutschland stellen sich die Wortführer der Kampagnen gern als besorgte Bürger dar, als Fürsprecher der Verunsicherten und Abgehängten. Diejenigen, die dort protestieren, protestieren, weil sie diese Form der Gesellschaft ablehnen. Nicht, weil sie jetzt irgendwie sich abgehängt fühlen oder so. Man muss ja das, was dort artikuliert wird, nicht damit verwechseln, was die Leute wirklich glauben. Ich habe zum Beispiel bei den Bildern, die man von entsprechenden Demonstrationen sieht, überhaupt nicht den Eindruck, dass es sich dabei um ängstliche Menschen handelt. Ich habe das Gefühl, das sind Menschen, die treten mit einem großen Selbstbewusstsein auf. Und das Selbstbewusstsein wird immer größer, je mehr Aufmerksamkeit ihnen zuteil wird. Rechtspopulisten nutzen die Aufmerksamkeit und die Plattformen, die die Medien ihnen gewähren. Auch wenn sie diese sonst gerne als Lügenpresse diffamieren. Und sie nutzen die demokratischen Freiheiten aus, um die Gesellschaft mit ihren freiheitsfeindlichen Ideen zu unterwandern. In Deutschland rufen sie, wir sind das Volk, in maßloser Selbstüberschätzung. In sozialen Netzwerken kommunizieren sie nur untereinander, bleiben in Foren unter ihresgleichen, auch in Frankreich, mit fatalen Folgen. Dass eigentlich innerhalb des eher rechtsorientierten Spektrums durch diese Form der Kommunikation, wo sich ja alle wechselseitig bestätigen und relativ wenig von außen noch eindringend als Information, als Korrektiv, sich die Radikalisierung eigentlich sehr deutlich abzeichnet. Der Kern der radikalen Minderheit lässt sich kaum noch von seinen Vorurteilen und seinem Weltbild abbringen. Dialog interessiert sie nicht, mit Argumenten ist ihnen nicht beizukommen.
Wie also kann man verhindern, was der Comic La Présidente vorhersagt? Wie den Aufmarsch der Nationalisten in Europa stoppen? François Durpaire will die passive Mehrheit aufrütteln. Das heißt, alarmieren, auf die Folgen nationalistischer Politik hinweisen und den Bürgern erklären, worauf die Pläne der Nationalisten hinauslaufen. Da verraten sie sich ja schon jetzt. Deshalb ist der Einfluss der Kultur so wichtig. Sie kann konkret benennen und zeigen, was die Folgen sind. Es ist sinnlos, immer zu sagen, die Nationalisten sind böse und gefährlich. Wir müssen sagen, worin sie falsch liegen. Lügen aufzeigen und die Folgen klarmachen. So wie es François Durpaire auch im Comic macht. Für Frankreich bleiben nur noch ein paar Wochen. In Deutschland wird im Herbst gewählt.